Sie ist für jeden Spaß zu haben. Helena Charlotte Siegal. Überhaupt wird mit ihr viel gelacht. Seit 3 Jahren lebt und arbeitet die junge Schauspielerin in Berlin. Es gibt auch ein sehr schönes Zitat aus Linie 1, also dem Erfolgsstück vom Gripstheater. Entweder man liebt diese Stadt oder man will sie nie wieder sehen. Und ich habe sofort mich in die Stadt verliebt und ich bin sehr froh, hier gelandet zu sein erstmal. Ob sie je davon zu träumen wagte, im legendären Stück Linie 1 mitzuspielen? In Berlin hatte sie sich schon verguckt. Nicht nur deshalb gab es kein Zögern beim Angebot des Gripstheaters. Ich wusste, ich habe die Möglichkeit, in Berlin, in dem Job, in dem ich eine Ausbildung erfahren habe, arbeiten, also mache ich das. Einfach schon allein wegen der Stadt, weil ich wusste, ich kenne hier Leute, ich habe hier schon einen Freundeskreis, ich kenne mich schon aus. Und selbst wenn ich mal eine Freizeit habe, muss ich nicht erst die Stadt erobern, sondern ich habe sie schon längst erobert. Berlin Mitte, Hansaplatz. Helena Siegal auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Vor ihrem Schauspielstudium in Wien erwarb sich die gebürtige St. Imberterin erste Theatermeriten in der Sparte 4, der Experimentalbühne des Staatstheaters. Irgendwie passt das zum Gripstheater. Ich war einfach dann sehr lange Teil von der Sparte 4 und habe es auch immer als mein Wohnzimmer bezeichnet, weil ich einfach nach der Schule, ich habe dann noch Abitur gemacht, sofort mich in Zug gesetzt habe, nach Saarbrücken gefahren und in der Sparte entweder eine Vorstellung betreut habe als Soufflösin oder mitgemacht habe bei der Direktmusik oder Proben begleitet habe als Hospitantin und Assistentin. Und dann war das mein zweites Zuhause ein Stück weit. Jetzt ist das Gripstheater ihr Zuhause. Es wurde vor rund 50 Jahren gegründet und revolutionierte das Kinder- und Jugendtheater mit in der Gegenwart spielenden Stücken. Heute prominente Schauspieler starteten hier ihre Karriere, sind in der Ahnengalerie neben den Machern zu sehen. Das ist Volker Ludwig, der Gründer vom Gripstheater, der auch immer noch der Oberboss ist hier. Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber der hat die Entscheidungsgewalt noch. Hier ist unser Theaterleiter Philipp Papau, der ist aber jetzt nur noch 2 Jahre da. Und dazwischen sie. Der Feind kam mit Armbrüsten. Ja. Und in den Armbrüsten waren Bolzen und die zischten nur so durch die Luft. Zisch. Du warst natürlich sofort hellwach. Hellwach war. Und hast deine Einheit in Sicherheit gebracht. Einheit in Sicherheit. Helena Siegal im mehrfach ausgezeichneten Stück Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Das Gripstheater ist eine besondere Herausforderung für die Schauspielerin, weil die jungen Zuschauer in U-Form auf 3 Seiten nah an der Bühne sitzen. Während der Vorstellungen herrscht gleich daneben großes Gewusel in der Maske. Und bei Linie 1 sitze ich hier an diesem Platz und hier wird sich geschminkt und angezogen und hier hat jeder von uns so eine Kiste mit den Requisiten. Ja, hier sind meine ganzen Schminksachen drin und auch Ersatzautogrammkarten in dem Stück. Die in dem Stück eine Rolle spielen. In ihrer Freizeit besucht sie mit Kollegen und Kolleginnen oft Aufführungen in den vielen anderen Berliner Theatern, treibt sich gerne in ihrem Kiez Moabit herum, wo sie wohnt. Der Tiergarten, die grüne Lunge Berlins, ist einer ihrer Wohlfühlorte. Hierhin zieht sie sich gern zurück, hat aber auch mit Freunden schon so manches Fest gefeiert, besonders in der Corona-Zeit. Die Parkanlage hat noch einen weiteren unschätzbaren Vorteil. Die Nähe zum Theater, weil ich einfach in diesem ganzen Theaterwahnsinn zwischendurch mal ein bisschen frische Luft brauche. Und dann ist es hier sehr schön und sehr nah, auch nah zu mir nach Hause. Also es ist einfach ein guter Ort und ich habe hier schon sehr, sehr viel schöne Zeit verbracht. Sie ist nicht mehr auf der Suche, sie ist angekommen und voller Zukunftsoptimismus. Zu ihrem Beruf gehört aber auch, dass sie eines Tages weiterziehen wird. Berlin spielt dann hoffentlich noch eine große Rolle für mich als Ankerpunkt, wo sich ganz viele verschiedene Kontakte und Freundinnen von mir treffen. Als Wohnort hoffentlich auch noch, weil ich sehr liebe, hier zu wohnen. Und als, auch als Networking,
Ort, wo man immer wieder irgendwelche Leute trifft, die einem auf dem Weg begleiten können. Und dann wird auch schon wieder gelacht. Alle ganz nervös.